Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit der App XMind Mindmaps erstellen kannst, vor allem wie du sie zum Lernen einsetzen kannst. Wir starten also hier die App und dann werden wir mit diesem Startbildschirm begrüßt und können jetzt hier mit dem Plus-Button eine neue Mindmap erstellen. XMind schlägt uns verschiedene Layouts vor, die wir vorauswählen können. Das können wir aber auch später noch anpassen, wenn wir das möchten. Ich nehme jetzt einfach mal eine ganz normale, grundlegende Mindmap. Und dann landen wir hier in der Oberfläche von XMind. Das Ganze ist schon vorgefüllt mit einem Hauptthema und 6 Hauptknoten. Die prinzipielle Funktion ist so, dass ich mit einem Tipp einen Knoten auswähle und dann diese kleine Symbolleiste bekomme. Ich kann also den Knoten bearbeiten und andere Funktionen nutzen. Und mit einem Doppeltipp kann ich den Text des Knotens bearbeiten. Ich gehe jetzt also mal davon aus, ich möchte eine Mindmap zum Thema Insekten machen und fülle jetzt mal die anderen Knoten mit ein paar Begriffen, die mir wichtig erscheinen. Das Prinzip ist also immer, ich tippe doppelt drauf, um den Text zu bearbeiten und drücke dann die Enter-Taste, um das Ganze wieder abzuschließen. Wenn ich jetzt diese Knoten 5 und 4 nicht brauche, dann tippe ich einmal drauf und gehe hier auf Löschen. Einmal drauf und auf Löschen. Jetzt habe ich also hier meine grundlegenden Knoten. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich möchte für den Körperbau Unterknoten haben, dann kann ich die beiden Buttons in der rechten unteren Ecke nutzen. Der linke macht einen Unterknoten und der rechte macht einen Knoten auf derselben Ebene. Soweit so grundlegend. Wenn jetzt die Mindmap dazu benutzt werden soll, um mit ihr zu lernen oder sich in ein Wissensthema einzuarbeiten oder das vielleicht zusammenzufassen, dann gibt es noch ein paar weitere Funktionen, die hier interessant sein können. Wenn ich also zunächst mal einen Knoten antippe, dann gibt es nicht nur diese schwarze Symbolleiste, die über dem Knoten aufgeht, sondern auch im oberen Bereich von der Benutzeroberfläche weitere Funktionen. Eine, die interessant ist, könnte hier dieses Stiftsymbol sein. Damit kann ich nämlich ein Notizenfeld öffnen und hier jetzt etwas Beliebiges hineinschreiben. Ich habe jetzt hier einfach nur mal ein Testwort hineingeschrieben und wenn ich jetzt fertig drücke, dann sehe ich, dass neben dem Wort im Knoten dieses Notizensymbol erscheint und wenn ich da drauf tippe, öffnet sich wieder diese Notiz. Ich könnte mir also hier meine Lerninhalte zu diesem Unterknoten in die Notiz schreiben. Außerdem gibt es hier oben noch weitere Buttons, die ich verwenden kann. Zum einen zum Beispiel diesen Punkt mit diesem Pfeil. Wenn ich da drauf tippe, dann kann ich zwei Knoten mit einem Pfeil verbinden. Das Ganze funktioniert also so, ich wähle einen Knoten aus, dann tippe ich das Symbol, dann wähle ich einen zweiten Knoten und dann ist da eine Verbindungslinie entstanden. Die kann ich mit diesen Anfassern hier gestalten, wo sie hin soll. Ich ziehe die jetzt mal so, dass die nicht die anderen Knoten schneidet. Und jetzt könnte ich hier diese Verbindung beschreiben, indem ich hier wieder doppelt tippe und wieder mit Enter abschließe. Das Ganze ist jetzt also ein dynamischer Pfeil, der die beiden Knoten miteinander verbindet. Außerdem gibt es eine Funktion, die nennt sich Zusammenfassung. Wenn ich jetzt also diesen Knoten zum Beispiel auswähle und hier dieses nächste Symbol klicke, dann kann ich hier eine Zusammenfassung schreiben und mit Hilfe dieses blauen Rähmchens kann ich entscheiden, welche Unterknoten diese Zusammenfassung haben sollen. Also wenn ich jetzt alle drei auswähle, dann steht diese Zusammenfassung hier nebendran. Außerdem kann ich noch Knoten in eine Gruppe zusammenfassen. Dazu wähle ich wieder einen Knoten aus und wähle diesen Button hier in der Mitte. Und dann entsteht eben darum so ein Kasten, der das Ganze nochmal optisch von einem anderen Knoten abtrennt. Außerdem gibt es hier unter dem Plus noch weitere Funktionen. Hier muss man allerdings sehen, dass nur die ersten drei in der kostenlosen Version verfügbar sind. Alle anderen sind dann nur in der Bezahlversion von XMind verfügbar. Was bedeutet Beschriftung? Die Beschriftung ist zunächst mal einfach ein Label, was da an dem Knoten dranhängt. Dann die Anmerkung ist sowas Ähnliches, die hängt oben drüber. Und der Hyperlink ist eben ein Link ins Internet. Das könnte aber natürlich auch fürs Lernen ganz praktisch sein. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel
zum Körperbau der Insekten eine Webseite gefunden habe, dann kann ich hier draufklicken, dann sehe ich, wo es hinführt und kann da drauf gehen und lande dann im Internet auf dieser Seite. Eine weitere interessante Funktion sind sogenannte Sticker, die ich den Knoten geben kann. Ich klicke also wieder einen Knoten an. Dann gibt es hier dieses Smiley-Symbol und dann gibt es verschiedene Markierungen. Ich kann also zum Beispiel Farben vergeben oder das Ganze nummerieren mit einer Priorität. Oder ich könnte auch das Ganze als eine To-Do-Liste verwenden und dann zum Beispiel diese Aufgabensticker verwenden. Es gibt noch weitere Symbole hier oder diese sogenannten Sticker, die grafische Symbole sind. Wenn ich jetzt hier also zum Beispiel was Passendes finde, damit ich meine Mindmap illustrieren kann, dann könnte ich das hier durch einen Tipp hier einbauen. Und so kann ich meine Mindmap sehr anschaulich gestalten, sodass ich dann nachher auch gern damit arbeite und ich mir vielleicht auch besser merken kann, was die einzelnen Dinge sind, wenn ich es grafisch entsprechend gestaltet habe. Generell kann man alle Elemente in ihrem Aussehen anpassen. Das Prinzip ist immer so, dass ich einen Knoten auswähle und dann hier auf den Pinsel gehe. Und dann sehe ich hier verschiedene Eigenschaften dieses Knotens, also zum Beispiel seine Form, die ich ändern könnte, oder auch die Schriftart, ob die Schrift fett ist, wie groß die Schrift ist und so weiter. Das kann ich hier also alles anpassen. Und generell kann ich auch unter Map einige Eigenschaften der ganzen Mindmap ändern, also zum Beispiel das Layout, das hatten wir ja vorher ausgewählt, das kann man auch im Nachhinein hier ändern. Oder auch das Farbschema, kann ich mit einem Klick verschiedene Farbschemata auswählen. Und dann gibt es hier noch weitere Eigenschaften, die man am besten einfach ausprobiert, um zu gucken, wie sie funktionieren. Eine kleine interessante Funktion könnte noch sein, wie ich Formatierungen von einem Knoten auf einen anderen übertragen kann. Also das, angenommen, ich möchte jetzt diesen Knoten hier gestalten, indem er hier gelb wird und viereckig. Und jetzt möchte ich, dass der Knoten Nahrung genauso gestaltet wird. Dann tippe ich jetzt also einmal diesen Knoten an, wähle Stil kopieren, tippe den Nahrungsknoten an und wähle Stil einfügen und dann hat er genau die Eigenschaften bekommen, die eben auch der Quellknoten hatte. Eine interessante Eigenschaft von XMind ist, dass man diese Mindmap auch in einem anderen Format darstellen kann, nämlich als hierarchische Liste. Das kann vielleicht mal ganz interessant sein, um sich der Gliederung bei komplexeren Mindmaps etwas bewusster zu werden. Dazu wähle ich einfach hier oben links dieses Listensymbol und sehe dann die Hierarchie meiner Knoten in einer hierarchischen Darstellung, sodass ich mir vielleicht nochmal etwas klarer bin, wo denn jetzt genau was hingehört. Wenn meine Lerninhalte umfangreicher sind, dann könnte es auch interessant sein, dass es hier weitere sogenannte Blätter gibt, indem ich hier auf diese drei Punkte tippe und dann neues Blatt wähle. Ich nehme jetzt hier einfach mal Blatt 2 und nenne das Ökologie. Also es soll vielleicht neben den Insekten auch um die Ökologie gehen. Und jetzt ist hier eine neue Mindmap entstanden. Die ist allerdings keine neue Datei, sondern hier links unten über dieses Blättersymbol kann ich jetzt also einfach zwischen diesen beiden hin und her schalten. Und so kann ich zum Beispiel mehrere Themen in einer Mindmap-Datei bündeln und habe sie dann so ganz schnell zum Hin- und Herwechseln. Diese Mindmap kann am besten in diesem Mindmap-Programm auf dem Tablet genutzt werden. Manchmal möchte ich sie natürlich aber auch vielleicht an jemand anderen weitergeben oder konservieren sozusagen. Dann kann ich hier mit den drei Punkten und Export das Ganze als Grafikdatei oder als PDF-Datei exportieren. Allerdings hat diese Datei dann in der freien Version, in der kostenlosen Version, ein ziemlich deutliches Wasserzeichen. Das kann in manchen Fällen sicherlich stören, in anderen vielleicht auch nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, das Ganze einfach als Screenshot aufzunehmen und es dann so weiterzugeben. Eine letzte Funktion, die unter Umständen für das Lernen und für den Lernaustausch in einer Gruppe interessant sein könnte, ist die Präsentationsfunktion. Hier oben gibt es dieses Symbol mit dem Play-Button. Wenn ich da drauf tippe, dann bekomme ich jeden der Hauptknoten in einer Großansicht und jedes Mal, wenn ich tippe, kommt ein neuer Unterknoten ins Bild.
wird herangezoomt mit seinen Unterpunkten. Wenn ich wieder tippe, dann kommen dessen Unterpunkte und so weiter. Und so kann ich dann also durch meine Mindmap hindurch in einer Großansicht. Man sieht hier allerdings, dass die Silbentrennung nicht ganz korrekt ist für Deutsch, aber damit kann man möglicherweise leben. Ich kann mich also dann hier einfach durch diese Inhalte hindurch tippen und so aus der Mindmap im Grunde eine Präsentation machen und zu jedem der Unterpunkte etwas erzählen. Mit einer Pinch-Geste, also das Zusammenbewegen von zwei Fingern, kann ich das Ganze verlassen. Wenn ich nun aus dieser Mindmap heraus möchte, dann tippe ich hier links oben auf den Pfeil nach links und dann sehe ich meine Mindmap hier in der Übersicht. Wenn ich sie länger antippe, bekomme ich ein Kontextmenü, wo ich sie umbenennen kann, duplizieren oder auch kopieren, bewegen oder auch löschen. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren von Xmind.